jetzt sind wir bei Frankia und schauen uns mal die Neuheit von Frankia an, den Now. Frankia ist ja bekannt, dass man immer neue Wege geht und immer neue Designs macht. Da seid ihr ja doch schon Vorreiter. Muss man vielleicht mal auch so sagen, dass immer andere Designs da sind, immer andere Innovationen und jetzt eben mit dem Now. Ja, also wir stehen hier vor der Weltpremiere aus Düsseldorf, hier auf der CMD in Stuttgart, vor dem Frankia Now. Und ja, der Now ist hier in Stuttgart auch mit einem anderen Außendesign, wer ganz gut aufgepasst hat. Ja. Also wir haben ihn schon leicht weiterentwickelt. Wir stehen kurz vor dem Serienstand. Er ist jetzt auch schon voll bestellbar und lieferbar ab Juni diesen Jahres. Okay. Also wir sind wirklich in den allerletzten Schritten. Okay. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns den Frankia Now an. Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ja, wir gehen einmal außen drumherum und dann gehen wir rein. Innen rein, ja. So, außen, was wir sehen, ist eigentlich eine Kombination aus einem schwarz-gelben Außendesign. Das würde ich sagen, das sticht als erstes ins Auge. Auf jeden Fall. Dem schwarzen Fahrerhaus und einem gelben Außendesign mit der Linie unten. Und das ist eigentlich auch eine der Besonderheiten an diesem Fahrzeug. Und zwar, dass wir das Design, was wir innen wählen, gleich auch außen mit haben. Da sehen wir gleich eigentlich die erste Farbe unserer drei Styles. Wir haben nämlich drei verschiedene Styles und nennen wir eigentlich die Akzentfarben, die man wählen kann bei diesem Fahrzeug. Und zwar, das ist einmal die Farbe Sun, also ein Messington. Okay. Dann gibt es die Farbe Peach, das ist ein Lachsrot. Und dann gibt es noch die Farbe Ocean, das ist so ein Silberblau. Und das zieht sich dann außen wie innen immer durch, je nachdem, wie man es wählt. Genau, richtig. Also dann wird es dieser gelbe Streifen wäre in der jeweiligen Farbe, als auch innen, was wir gleich natürlich besser sehen, ist alles, was hier jetzt gelb wäre, wäre dann in der anderen Farbe. Okay. Je nachdem, was man wählt. Alles klar. Das ist natürlich schon. Ja. Es handelt sich hier um ein teilintegriertes Fahrzeug auf ganz normal vier Flachrahmen. Mhm. 7,5 Meter lang und vom Grundriss hier haben wir hier Längsbetten. Und da auch natürlich versucht, die neue Frankia Einstiegsklasse, was dieses Fahrzeug bilden soll, mit einem Startpreis ab 79,9, so attraktiv wie möglich zu gestalten und so viel wie möglich von der gewohnten Frankia-Qualität beizubehalten in der 3,5-Tonnen-Klasse, was natürlich nicht leicht ist. Das ist ja das Wichtige, wir sind in der 3,5-Tonnen-Klasse. Ja, das ist unser neuer Einstieg und sagen wir, unsere neue Designklasse. Und hier sehen wir dann immer wieder die Akzente, die wir auch in den ganz großen Frankias finden wir auch hier wieder. Wir haben hier zum Beispiel unten am Boden, kennt man es ja normalerweise, also die sich sehr viel mit Wohnmobilen beschäftigen, wie so ein normaler Boden aufgebaut ist. Und das ist meistens GFK, Styrofoam und dann wieder GFK. Jawohl. Und hier obendrauf bei Frankia haben wir meistens noch so einen Anti-Rutschboden obendrauf. Der glänzt zwar immer nicht so schön im ersten Moment wie vielleicht bei anderen Herstellern, dass er glänzend weiß ist, aber er hält sich genau so, wie er jetzt ist für die nächsten Jahre. Und er hält. Das muss man ja mal dazu sagen. Ja. Und halt innen auch immer mit der Filzverkleidung. Ja. Genau. Was auch immer ganz nett ist. Dann gehen wir hinten am Fahrzeug weiter und da sehen wir eigentlich, dass das Fahrzeug schon ein bisschen futuristisch aussehen soll und aussehen darf, weil es eben das Hier und Jetzt und das neue Frankia, wo Frankia jetzt und zukünftig verstehen wird, und zwar für Design, Komfort und Qualität. Also wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du bist ja recht groß und nicht recht winzig, aber wenn man sich mal dieses Heck anschaut, also das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Riesenfläche. Ich persönlich finde es immer toll, wenn ich also glatte Flächen habe, also wenig Sicken, wenig Kanten. Mhm. Also das wirkt schon brutal. Also gut. Ja. Also wirklich schön. Und natürlich schön ist es immer, wenn man nicht nur eine Wand hat, sondern da auch entsprechende Verkleidungen dran sind. Ja, wäre gut. Dass das Heck auch noch nach etwas aussieht. Und hier haben wir sehr markante Verkleidungen mit LED-Lichter und unserem Logo, was hier ausläuft nach hinten hin. Mhm. Und zwar oben nochmal mit dem Now abgesetzt. Ja. Bisschen besonders sehen wir hier natürlich, was den Urfrankianer vielleicht ein bisschen stören wird und was an der Heckklappe dann fehlt, was wir bei vielen anderen haben, ist das die Heckklappe. Deswegen haben wir hier links und rechts die jeweilige Tür drin, dass ich von links und rechts Zugang zu der Garage habe. Ja, und wenn du schon mal richtig rein, also die ist riesig. Ja.
Also die Garage ist wirklich... Die wird im Serienstand sogar noch größer. Aktuell ist sie 1,10 Meter hoch, so wie er hier ist im Prototyp. Okay. Im Serienstand planen wir, dass sie 1,20 Meter hoch wird. Also da kriegst du richtig was rein. Also die ist wirklich groß. Ja, also wäre für Fahrräder kein Problem, als auch die regulären Verschlüsse. Also es sind genau die gleichen Verschlüsse, die ich auch in einem Frankia habe. Dann sehen wir hier 2x11 Kilo Gasflaschenplatz. Jawohl. Also unser Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen. Unsere reguläre Kassette, das ist, glaube ich, nicht etwas, wo wir näher drauf eingehen müssen, ja, nee, sondern das ist unsere 20-Liter-Kassette. Eine riesengroße Staubox, belastbar bis 70 Kilo. Das ist dann meistens so, innen darf die Frau auswählen, was sie mitnimmt, und außen darf der Mann sein Kabelgerümmel und alles mitnehmen. Reicht ja für uns Männer, ne? Was brauchen wir denn? Aber das ist auch gut. Ja, dann sehen wir unser schwarzes Fahrerhaus-Chassis. Und hier die schön abgesetzten Lichter. Das sind unsere Fiat-Optionen, die wir natürlich mit anbieten. Ja. Das ist, dass wir natürlich die LED-Lichter als Option mit anbieten, als auch die ganzen Assistenzsysteme. Dann haben wir oben, sehen wir nochmal Frankia abgesetzt, unser Logo in gemeinsam mit dem Fenster, als so ein bisschen so ein sportlicher Streifen, der nach oben weggeht. Sieht auch ja, sehr toll aus. Geht in einer Flucht durch. Also so kleine Details, die einfach ja, immer wieder mitgedacht werden. Ja, wo noch, ihr einfach drauf schaut. Noch besonderer wird es eigentlich im Innenraum. Ich mache hier mal die Kordel zur Seite. Und zwar sind wir als erstes hier, haben sehr lange nach einer passenden Tür gesucht für dieses Fahrzeug, die sowohl leicht ist, ja, als auch natürlich unser Design irgendwo widerspiegelt, weil wir hier natürlich auch unser Grau, was die Basisfarbe in diesem Fahrzeug ist, versucht haben mit aufzunehmen. Als auch natürlich hier im Innenraum, wenn man im ersten Moment denkt, ach, grau, ist das Fahrzeug nicht zu dunkel? Ist eigentlich das, was wir oft gefragt werden. Wenn man hier innen drin steht, würde ich sagen, nein, ist es nicht. Es ist nicht, definitiv nicht. Das liegt an verschiedenen Konzepten, die wir hier im Fahrzeug angewandt haben. Und zwar ist es einmal das Lichtkonzept natürlich. Wir sehen hier oben, haben wir ein Fenster in der Bugmaske, wir haben hier vorne Fenster. Wir haben da ein riesengroßes Fenster. Das stimmt, also es ist wirklich riesig. Ja. Dann haben wir außenrum haben wir überall noch so groß wie mögliche Fenster, wie es überhaupt nur ging. Und überall LED-Lichter angebracht. Genau, ihr habt überall ein Lichtkonzept. Also ein besonderes Lichtkonzept, das einfach den Raum dann auch so widerspiegelt und natürlich alles wahrscheinlich dimmbar. Ja, das ist alles dimmbar. Also alles, was wir hier sehen an Licht, ist nochmal separat dimmbar und schaltbar. Ja. Was hier auch sehr besonders ist, ist die Formensprache. Und das ist auch etwas, wo wir lange mit einem externen Designer dran gearbeitet haben. Und zwar ist es einmal natürlich, wie von was man unterbewusst wahrnimmt, ist, welche Höhen man hat in einem Fahrzeug. Ja. Es wird versucht, immer die gleichen Höhen. Deswegen sehen wir hier zum Beispiel, dass die Küchenzeile als auch der Hocker hier an der Seite genau die gleiche Höhe ergibt. Als auch die Formensprache, was die Fenster zum Beispiel angeht. Und hier sehen wir, dass überall alle Abrundungen, die wir haben, sind etwa in gleicher Form. Das stimmt, ja. Und das. Da hat wieder einer mitgedacht. Das ist aber überall. Also alles ist. Alle Rundungen alle versucht, Rundungen im gleichen Winkel zu halten. Das fällt dann alles nicht im ersten Moment auf, sondern das nimmt man so unterbewusst wahr und denkt einfach, ach Wahnsinn, ist dieses Fahrzeug stimmig. Es gibt auf jeden Fall eine Gemütlichkeit, es ist ruhig und es ist angenehm, obwohl wir dunkle Komponenten haben. Aber eben bedingt durch dieses Lichtspiel und auch die Rundungen und den verschiedenen Farben wirkt es überhaupt nicht drücken. Also es ist richtig, also und vor allem ich staune, wir sind in einem 3,5 Tonnen Fahrzeug. Ja. Und also es ist wirklich vom Raumgefühl hier mega. Also wenn du, vor allem bevor wir mal nach hinten weitergehen, wenn du vielleicht mal kurz nach hinten filmst. Also das ist auch eine ganz andere Nummer, einfach vom Wirken her. Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter hier in der Dinette so. Also ich glaube, dann haben wir einen Eindruck geschaffen von, was hier allgemein sehr besonders dran ist. Und regulär fängt man dann in so einem Video dann meistens weiter mit der Dinette an. Na, logisch. Da haben wir uns gleich weiter was Besonderes überlegt. Und zwar ist das die sogenannte Multifunktionsbox. Regulär ist das ein Stauschrank, also wo ich von Richtung Kamera so rankomme, als auch von vorne rankomme. Und hier auch von vorne rankommen. Okay. Und den Hocker, den kann ich natürlich entweder nutzen, wie gesagt, als Stauraum oder jetzt hier als Fußablage jo, oder
Wenn ich eine weitere Person mit einlade, kann ich hier bis zu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen sitzen. So ist es gedacht. Clever. Ja, und dann haben wir auch einen sehr besonderen Tisch. Der Tisch hat nämlich eine Trapezform, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ist in der Mitte sogar faltbar, ist verstellbar, ist klappbar, um einfach, dass ich den schieben und rutschen kann, wie ich möchte, und dass ich überall die gleiche Platz, also eine etwa gleiche Platzausnutzung habe und am wenigsten Raumgefühl wegnehme. Weil hier habe ich etwa eine gerade Kante, hier kann ich gut gerade dran sitzen und hier habe ich am Beifahrersitz immer genau diese Ecke, die ich brauche. Ja. Ja, clever. Das stimmt, jetzt wo man es weiß, ne? Ja, das ist, wenn man alles so ein bisschen unbewusst war, ne? Wo ach, passend. So, kurz die Durchsage ab. Ja, wir waren stehen geblieben hier in der Dinette und wo wir hier weitermachen, weiter auf der Dinette gucken, ist, dass wir zum Beispiel auch sehr besonders geachtet haben auf die verschiedenen Stoffe, dass wir hochwertige Stoffe verwenden. Und ja, auf jeden Fall. Kommt ja aus der Nähe von Bayreuth, habt ihr gesagt. Ja. Und dann kennt ihr vielleicht die Firma Rohleder aus Helmbrecht. Ja, kennen wir. Und die, also die Firma ist die Zulieferer für unsere ganzen Stoffe, die wir haben. Okay. Also es sind sehr hochwertige Stoffe, sehr abriebfeste Stoffe. Und es ist auch sehr bequem, auf so einem Sitz zu sitzen, weil sie liefern uns im Endeffekt hier den ganzen Rückgang. Ja, also man sitzt absolut bequem. Also und da gleichzeitig, was wir noch haben, ist eine Armablage. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Da kannst du, also das ist halt wieder heim. Du sitzt halt hier irgendwie schon wegen und du kannst dich hier einfach mal abstellen. Das ist, was oft einmal fehlt, dass der Arm irgendwo so rumhängt. Du hast ihn dann da liegen, aber hier kannst du wirklich schön einfach mal ablegen und halt einfach, ich finde die Stoffe persönlich einfach mega. Man hat oft sein Handy in der Hand, da kann man sein Handy das kann man auch mal ablegen. Ja. Oder, und gleichzeitig ist in der Kuhle noch einen USB-Lader mit verbaut, also man könnte auch sein Handy nochmal anstecken. Ah, ja, aber also das sind so die Kleinigkeiten, wo man halt einfach, Und was ich gleich oder vorhin noch mit erwähnt hatte, waren die drei verschiedenen Styles, die wir haben. Hier in etwa können wir uns die Farben vorstellen. Und zwar haben wir das Sun, das Peach und am Ende auch das Ocean. Und dann auch kein Zufall, dass diese Kissen, die man mitgeliefert bekommen würde, genau drauf in passen. Der Form hier passen würde zu dem Hocker, wo man sich dann hinsetzen kann. Ja. Ja. Doch, das sind so tolle kleine Ideen, wo man einfach merkt, da macht sich jemand Gedanken. Ja. Viel und lang. Ja. Und stabil natürlich alles. Ja, dann in der Küchenzeile. Hier wieder, um so viel wie möglich Platz aus Nutzung zu haben, haben wir hier eine Breite von 80 cm geschaffen. Okay, so wie daheim. So wieder, also dass man wirklich bequem durchgehen und aneinander vorbeigehen kann. Ja. Und dann auch versucht, hier mit verschiedenen Zusatzteilen die trotzdem recht schmal gehaltene Küche, muss man ganz offen und ehrlich sagen, mit einem so groß wie mögliche Platzausnutzung zu haben. Und gleichzeitig haben wir das hier in der gleichen Höhe. So könnten wir das hier theoretisch auch noch mit als Ablage benutzen. Ja. Dann haben wir hier ganz normal zwei Gas. Was wie immer völlig ausreicht, also unserer Meinung nach langt dicke aus. Zwei Koch-Gasfeld und dann haben wir hier aus echtem Holz, haben wir dann hier nochmal eine Ablage mit drauf. Und da haben wir auch nochmal eine gewisse Haptik, hat vorhin erwähnt, auch Qualität. Das hier aus Echtholz, das Duschrost, was wir gleich sehen, aus Echtholz und den Griff, wenn du reingekommen bist. Ja, alles, was du am meisten anfasst, ist echt. Ist in einer so hohe wie möglich Qualität. Ja. Ja, doch, das sieht man schon. Das Material hier ist aus HPL gemacht, das ist High Pressure Laminate, sowohl als auch hier hinten die Seitenwandverkleidung. Okay. Und das ist auch wärmeresistent, temperaturresistent wasserresistent, also dass da auch nichts passiert. Und dann haben wir zusätzlich nochmal versucht, alle Fenster- und Plastikverkleidungen, also alles, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, was jeder natürlich als Zukaufteil hat, weil man es nicht selber herstellen kann, diese nicht allzu schönen weißen Plastikverkleidungen so gut wie möglich zu verstecken. Dass man sie nicht sieht. Ja. Ja, und deswegen haben wir dann die Wände so leicht vorgezogen hier in dem Moment und haben hinten nochmal Stoffpaneele drüber im Bett, dass man da einfach nicht rankommt, weil das würde so ein bisschen das Konzept wegnehmen. Aber das stimmt, das ist mir jetzt tatsächlich bewusst erst einmal gar nicht aufgefallen, aber du siehst sie nicht. Weil die sind ja wirklich nie schön. Und so sind sie einfach sauber versteckt. Ja. Dann haben wir große Schubläden überall. Glaube ich jetzt
keine große Errungenschaft, deswegen reicht es, wenn wir, glaube ich, zwei, drei Stück aufnehmen. Ein Kühlschrank mit auch eine passende Holzverkleidung und der sogenannte Now Tower hier an der Seite, der von drei Seiten zugänglich ist, also sowohl Kühlschrank dieser Seite und hier oben als Buchablage mit einem Auszug für eine Kaffeemaschine. Okay. Das ist ein Schwerlastauszug, also das könnte ich theoretisch auch als Schneidebrett nutzen, wenn ich keine Kaffeemaschine drauf hätte. Okay. Gut, so kompensiert man den Platz wieder ein bisschen damit und mit den Hockern, dass halt der Küchenblock ein wenig schmäler ist, so kann ich mich einfach ausbreiten. Richtig, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als nächstes hätten wir hier auch noch ein Hubbett. Ja. Also das Hubbett, das fällt vielen gar nicht auf, die hier reinkommen, eben durch die Lichtpaneele. Ja, im ersten Moment sieht man es nicht tatsächlich. Die hier unten dran sind. Ist eine Option tatsächlich, geht auch ohne Hubbett, aber das ist wirklich so schön wie möglich versteckt und das auch elektrisch. Ich lasse jetzt nicht ganz runter, bloß mal zu zeigen, dass es elektrisch hoch und runterlassbar ist und dann hier etwa wäre mit 2 Meter Länge und etwa 1,10 Meter Breite. Okay, also optional erhältlich oder eben auch nicht, wie man es möchte. Wie man es möchte. Dann ist der Fernseher hier an der Seite versteckt, der eben genau dann auch mit dem Hubbett verschwinden würde oder auch nicht verschwinden würde. Ich könnte ihn jetzt hier ausklappen oder ich könnte ihn da lassen, wenn ich jetzt im Hubbett liegen würde und Fernsehen gucken würde. Okay. Dann haben wir hier eine Dusche. In diesem kompakten Fahrzeug eine Kombidusche mit einem, mit einem sogenannten Schwenkbad. Da haben wir hier jetzt das Waschbecken und die Toilette und wir können das hier rumklappen. Und so wird es zur Dusche. Und das ist eine sehr geräumige Dusche, würde ich jetzt Auf jeden Fall, da haben wir Platz. Und hier mit einem Rollo und das Rollo auch wieder in der gleichen Farbe. Marvel. Also auch alles nicht, schon sehr stimmig. Ja, auch nicht in einem Silber. Und das gleiche Rollo finden wir hier unten auch nochmal wieder. Und da als Kleiderschrank und hier ist die Bettenverlängerung für die zwei Einzelbetten, um aus zwei Einzelbetten einfach ein großes Doppelbett zu machen. Jawohl. Hier nehmen wir die Akzentfarbe auch wieder auf. Das ist das Rollo zur Abtrennung zwischen Schlafzimmerbereich und von dem Wohnzimmerbereich, falls trotzdem jemand länger wach wäre. Zwei Einzelbetten hier, jeweils links und rechts. Hier vorne haben wir nochmal einen Akzentstreifen, der rundherum geht in unserer Farbe oder in unserem Style, was wir wählen. Und auch hier die Fensterrahmen wieder versteckt. Ja, hier zwei Fensterrahmen und zwei große Fenster, jeweils links und rechts und ein großes Fenster hier in der Mitte. Und hier hinten auch nochmal großen Stauraum. Schwenken Sie sich mal damit hoch? Ja. Mit einem Pushlock-System, wo wir recht einfach rankommen. Gut, schöne Ablagen hier für Bücher beispielsweise. Lautsprecher hinten zusätzlich auch nochmal optional mitzuverkriegen. Und schönes Leselicht auch nochmal. Wir haben hier auch nochmal indirekte Beleuchtung von unten und von oben. Das ist auch nicht so dunkel, wird hier drin. Ist aber auch separat schaltbar, hier vom Schlafzimmer aus. Okay, ja, es sind wirklich viele kleine, wie diese kleinen Ablagen, die kleinen Lichtler, die Boxen. Das sind also Kleinigkeiten, die es einfach ausmachen unterm Strich, ne? Ja, das ist, so ist es, glaube ich, absolut insgesamt sehr gut gelungen. Ich glaube, weiß nicht, ob ihr noch was Offenes habt, eine offene Frage zum Fahrzeug habt. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick schon verschaffen. Ich denke auch, wir haben einen guten Überblick. Ich denke, das Design spricht. Ich will jetzt mal nochmal nach vorne, dass man das mal von hinten aussieht. Einfach um das Raumgefühl mal zu bekommen. Wo liegen wir denn jetzt dann preislich bei dem schönen Fahrzeug? Ja, preislich hatten wir gesagt, war 79,9 fängt er an. Also mit einem 120 PS Motor. Da hat man auch schon das schwarze Fahrerkabine, was bei vielen dann eine Option ist, ist bei uns dann schon Serie. Serie, okay. Und also es gibt schon realistisch gesehen, wenn man sagt, man will 140 PS beispielsweise, man will eine Automatik, dann die Option. Was oft mitbestellt wird. Und dann bestellt man noch ein paar Optionen mit, wie jetzt zum Beispiel das Autarkie-Paket, wo wir bis zu 200 Ampere Lithium haben und ein Solarpanel oben auf dem Dach drauf haben. Was alles Optionen sind, die wir anbieten, um den größtmöglichen Komfort bei diesem Fahrzeug zu ermöglichen. Und dann liegen wir genauso wie es da steht, wo hier jetzt wirklich alles drin verbaut ist, weil es natürlich ein Prototyp ist und wir auch alles einmal verbauen müssen. Man wird sicherlich nicht alles wählen, bis zu etwa 110.000 Euro. Also das ist so die Spanne, dann ist es aber wirklich auch voll ausgestattet.
ich wollte gerade sagen, volle Ausstattung. Du hast ja alles drin. Du hast dann alles drin, du hast das super Raumkonzept. Also hier fühlt man sich wirklich wohl, muss man echt sagen. Ja. Also es ist einfach... Freut mich. Es ist wirklich stimmig und einfach durchdacht. Und es fällt auch auf, dass man sich da wirklich Gedanken gemacht hat. Also es ist ein sehr schönes, gelungenes Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Ja, dann bleibt uns eigentlich bloß zu sagen, schön, dass wir das gemeinsam angeschaut haben. Bedanken wir uns recht herzlich. Wir wünschen euch natürlich viel Glück. Ja, und dass das Fahrzeug auch ordentlich verkauft wird. Vielen lieben Dank. Also wir geben uns Mühe. Ja, aber ich mache mir da eigentlich keine Gedanken. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, schöne Messe noch oder schönen letzten Messetag noch. Und wir verabschieden uns. Danke. Dankeschön fürs Tschüss. Zuschauen. Jo, ciao.